Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir haben hier eben so ein Stündchen ausgesessen, sage ich jetzt mal. Craft hier nebenbei die Woodspikes. Nicht aus allem Holz, ein bisschen Holz wollte ich noch behalten. Ich habe uns hier schon mal ein paar Stone Axes zurechtgelegt, damit wir dann gleich um 4 Uhr direkt loszischen können. Quasi jetzt und fleißig unsere Looting-Tour beginnen, also Farming-Folge beginnen. Ich habe natürlich nichts zu trinken mit, glaube ich. Das ist wieder sehr klug gewesen. Aber nun gut, werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen aushalten. Wir müssen diese Folge leider Gottes, da kommen wir glaube ich nicht drum rum. Wir müssen jetzt wirklich farmen. Ich brauche ganz viele Spikes, ich brauche einiges an Woodframes. Und ja. So wie ich mein Glück einschätze, treffen wir hier gleich eh wieder schön auf eine Wanderhorde oder so und kommen zu nichts. Nehmen wir hier ein paar Steine mit, solange wir hier Ausdauer erholen. Sammeln, sammeln, sammeln. Na? Diese Teepflanzen könnten wir auch mal mitnehmen. Die kleinen Bäumchen lasse ich stehen. Denn was klein ist, wird groß. Und was groß ist, finde ich gut. Denn hat das Ganze nämlich auch einen Zweck. Und nicht nur die Ressourcen, die man braucht. Das ist dann auch effizienter. Ja, also ich muss sagen, seitdem wir hier die Abschlussbonus wegfällt, ist das Ressourcenfarm schon sehr ermüdend. Also, wie gesagt, die 7-Days-Gemeinde kennt das ja bestimmt. Es gab halt einen Bonus, wenn du etwas zu Ende gebracht hast, was ich halt sehr lobenswert fand. Heißt, wenn du diesen Baum gefällt hast, hast du mit einmal nicht, keine Ahnung, 10 Holz gekriegt, sondern nochmal irgendwie 20 drauf oder sowas. Einfach ein Bonus. Das fand ich sehr gut. Das erschwert uns natürlich jetzt ein bisschen das Leben. Gibt Schlimmeres. Zwischendurch natürlich immer schon ein bisschen was an Spikes anschmeißen. Na, schaffen wir das mit der Ausdauer? Das bisschen noch. Komm, zieh durch, Junge! Ja, man merkt schon, dieses Eisenwerkzeug, das frisst ordentlich Ausdauer. Haben wir hier noch Skillpunkte? Können wir hier irgendwie Mining? Da? Nee, leider. Leider, nein. Das Zeugs nehmen wir hier mal raus. Das können wir auch hier rausnehmen. Spikes zwischendurch craften. Und Steine mitnehmen. Oh, da hinten kommt ein Zappelphilipp. Der ist ja sehr auf Disco-Stew. Richtung, das halte ich für gut. Ach, guck an, durch Steine klopfen, Level abgewonnen. Sehr gut. Level up durch Steine klopfen ist immer gern gesehen. So, jetzt wird es langsam wirklich ein bisschen düster. Ändert das was, wenn ich hier aufdrehe? So ein bisschen was, naja. Nicht. Also meine neue Lampe ist wunderbar. Hinter mir ist keinerlei Schatten mehr. Das erleichtert mir auch sehr das mit dem Ausblenden von dem Hintergrund so. Aber ja. Jetzt müsste ich nochmal gucken, dass ich mich hier nochmal ein bisschen heller kriege. So.
So vielleicht. Oh, und dann stellen wir dich noch mal hier hin. Oh. Das ist die Seite und die Seite ist hier. Es ist echt leicht verwirrend, muss man ja sagen. Muss man zugeben. Ich fand hier bessere Chancen. Sieht besser aus. Jetzt halt mitten in die Lampen reingeguckt. Egal. Jetzt haben wir auch das wieder. Ja, Freunde, so seid ihr halt live dabei, am Set konfiguriert wird. Denn weiß ich, fürs nächste Mal muss ich mir auch da nochmal Gedanken drüber machen. Ach du. Alter, du bist aber ganz schön flott unterwegs. Du bist echt ganz schön flott unterwegs. Aua. Geh weg. Junge, Junge, Junge. Der ist wirklich, wirklich flott unterwegs. Hast mich jetzt verloren, oder was? Diese Zappel-Philips hier. Das ist reine Pfeilverschwendung hier. Alter, so das für ein Geräusch. Kannst du mal ein bisschen pausen? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Oh, guck mal, das war ein Feraler. Das war sogar ein Feraler. Kannst du ein bisschen so? Ihr habt's gesehen. Es hätte ein Thumbnail werden können. So, wen haben wir jetzt? Wo haben wir jetzt angefangen? Oh, Biohazard und 15 Hertz. Sehr nice. Da gönne ich mir doch glatt mal eine Bandage. Ja, mit dem Baum haben wir aber, glaube ich, nicht angefangen. Ist doch der andere. Das kleine Bäumchen habe ich doch nicht. Habe ich den umgehackt? Also bin ich jetzt schon so vergesslich, dass ich durch einen Zombie mal eben vergesse, ob ich eben schon was weggehackt habt oder nicht. Nun gut, mag passieren. Klingt komisch, ist aber so. Warum das so ist, erzählt euch Christoph gleich nach der nächsten Maus. Nehmen wir auch mit. Steine, Steine, den können wir uns nämlich gleich noch mal ein paar Pfeile machen. 30 Pfeile sind meines Erachtens nämlich nicht viele. Untouched. Deswegen wandern wir langsam wieder in diese Richtung. Kloppen hier nochmal ein bisschen Steine. Das sind auch nicht mit Sicherheit die Steine, die fehlen, ne? Es fehlen Federn. Tatsächlich. Hätte ich doch mal ein paar Federn mitnehmen sollen. Wer jetzt gedacht? Na toll. Jetzt habe ich dieses tolle Lämpchen, was euch mich besser sehen lässt. Genau da stehen, wo meine Titel stehen, um zu sehen, welche Folge wir jetzt aufgenommen haben. Wir müssten uns jetzt. Alter! Steh auf! Steh auf! Ein Wolf! Nein! Hör auf zu zappeln.
Alter! Nicht dein Ernst! Du siehst aber flauschig aus. Ja, hab ich mich doch ein bisschen erschrocken, als er mit einmal hinter mir stand. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber viel Leben hatte ich ja auch nicht mehr. Also, ja. Puh. Ist cool. Ist cool. Jetzt bin ich wach. Es ist immer so mein Standardproblem. Ich will losrennen und bopp, hinhocken. Frag mich nicht warum. Also standardgemäß haue ich immer auf hinhocken, auf Steuerung statt Shift. Ist auch ein Blaubeeren hier, ne? Ist. Boah, nicht. Bisschen Clay könnten wir auch nochmal mitnehmen, aber das ist jetzt nicht priorisiert. Leute, Leute, Leute. Leute von heute. Ja, so bekämpft man Hunde am besten. Rückwärts rennen und direkt ins Maul schießen. Das ist das Einzige, was hilft. Sonst kannst du da Tausende von Pfeilen und was weiß ich was reinkloppen. Ist nicht schön. Ist gar nicht schön. Aber haben wir auch das hinter uns. Muss alles sein. Hühnchen. Alles war wenigstens ein schönes Wölfchen. Es gibt noch so vermoderte, halb verweste Hunde. Die sind denn auch nicht mal hübsch. Also in ihrem Sinne sind sie schon hübsch. Aber der ist wenigstens so flauschig. Und, so, ne? Und der ist halt halb verwest. So, wie sieht's aus? Noch mehr Holz. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, die kleinen wollte ich nicht, aber der ist für mich noch in Ordnung. Eine ganze Folge hacken ist natürlich nicht charmant, aber wie gesagt, es muss sein. Wir brauchen die Spikes. Ich brauche noch ein paar Woodframes, um mich rumzuackern. Und ja. So, komme ich halt nicht gegen an. Wir müssen uns denn. Aber jetzt bin ich gerade am Überlegen. War es die Nacht der Tag 7 Horde oder war es von 6 auf 7? Meister der Halbzeit. Es beschäftigt mich aber gerade. Okay. Ach, da vorne ist LED. Gut zu wissen. Sind auch noch so ein paar Hütten da unten. Irgendwas Scrap. Was ist das da? Das Baum? Ist das? Ist das ein sehr hässlicher Baum? Ich muss die Baumqualität noch ein bisschen runterschrauben. Aber für die Leute, die beim Kochen zugucken, das ist tatsächlich einfach nur so ein Baum da unten, ne? Ja, da unten. Den Stamm dazu halt nicht gesehen. Das war etwas verwirrend. Hab da gemerkt, ne? War ich leicht verwirrt. Ist euch auch aufgefallen, ne? Sehr gut. Oh, dann wollen wir klopfen. 7 Tage lang. Haben wir noch irgendwas zum Heilen da? Das wäre super geil. Ansonsten würde ich nämlich langsam mal Richtung Heimat gehen. Wir können hier nochmal ein paar Spuren
Spiekes anwerfen. Wutspiekes, 12 Stück. So langsam kommen wir doch in eine Richtung. Was kann man noch erzählen? Also dieses Distantron, diese Weitsicht hier im Spiel, die finde ich jetzt sehr angenehm gemacht. Weiß gar nicht, ob ich da schon drauf hingewiesen hatte, aber dass ich jetzt hier stehen kann zum Beispiel und da hinten, weiß nicht, ob ihr das seht, da hinten ist irgendwas. Ist es nur ein Vorsprung oder eine Hütte? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, da ist etwas und ich weiß halt, wenn ich da hingucke, da ist nichts. Also es ist halt eine angenehme Sache, dass man halt vorher weiß, in welche Richtung es sich lohnen könnte und wo eher nicht. Das finde ich halt sehr, 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 sehr vorteilhaft. Und die kleinen Dinger hier nehmen wir nochmal mit. Holz ist Holz. Du auch, Stein, Holz. Stein, Holz, Stein. Holz, Holz, Holz. Ja, es ist auch so ein Talent von mir, ne? Direkt davor stehen und daneben hauen. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine. Von daher sind wir da mal ein bisschen gnädiger, hoffe ich. Das muss doch irgendwie schnell gehen. Muss ich mein Werkzeug schneller hochkriegen? Muss Level 10 werden. Habe ich überhaupt Skillpunkte? Ich habe so gut wie keine Skillpunkte. Muss zusehen, Level 10 zu werden, damit ich meine Werkzeuge hochkriege. Und ja, bessere Werkzeuge, damit ich hier mal schneller Sachen farmen kann. Das ist ja absolut unmöglich, wie lange das hier dauert. Also ich kriege ja hier mit dieser Axt schon mal scheinbar doppelt so viel raus. Ja, mag sein, dass das doppelt so viel ist, aber dauert ja dennoch ewig. Das sollte ja nicht der Fall sein. Oh, ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal zurück. Dann können wir nämlich auch gucken, ob wir hier nochmal irgendwas finden, was wir zum Heilen nutzen könnten. Die Aloe nehmen wir noch mit. Aloe. Stell dir vor, wir müssen in der Wüste suchen. Ja, das ist ja, habt ihr gerade gesehen, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein, was du hier in der Wüste an Holz farmst. Da ist nochmal Aloha. Ja. Da können wir uns nämlich schön Aloe Cream draus machen und da können wir uns die Heilbandagen draus machen. Jedenfalls war das so, wenn sie das noch nicht geändert haben, geht das noch immer. So, ich würde jetzt ganz gerne mal hier so ein Ding einfach stehen lassen. Wollen, also kein Bock hier andauernd immer hinzusetzen. Dann lassen wir die hier. Das und das können wir auch hier lassen. Hier Tee und Fett und Fleisch und Eier. Wir brauchen mehr Fleisch, wir brauchen viel mehr Fleisch. Hier haben wir noch Tee, Eisenerz. Ach ja, wir haben die Dinger gekloppt. Jedes Mal falle ich wieder drauf rein. Ne? Ich sollte vielleicht einfach mal hier so ein paar Seeds machen. Piece, Yucca Seed, Craft. So. Dann falle ich nicht immer wieder drauf rein. Genauso hier einfach mal. Recipes, Seeds, Craft. Fertig aus. Dann ist es drinne. Dann könnten wir hier Clay reinmachen. Hier noch Steine. Das behalten wir noch. Iron Ore.
lassen wir erstmal so drinne, dann können wir nämlich ein paar. Also eigentlich würde ich sagen, ich scrap die immer. Aber das. Da kriegt man ja immer weniger aber raus, glaube ich. Von daher lasse ich das jetzt lieber erstmal und guck mal, dass wir so klarkommen. Halt, da waren auch die Federn. Dann können wir jetzt nochmal ein paar Pfeile machen. 33, weil Holz fehlt. Holz fehlt. 39. Ah, kommen wir doch langsam mal in eine Richtung, mit der wir arbeiten können. Okay, das Holz war jetzt alles. Die Steine brauchen wir nicht. Die brauchten wir jetzt nur für die Pfeile. Wir haben hier noch Lead. Mit Papp schließen wir keine Kisten. Jetzt können wir hier die Samen wieder reinpacken. Yucca und Aloe. So, dann fühlen wir uns nicht mehr so verlumpatscht. Haben wir. Wir haben auch keinen Honig oder Antibiotika oder so, ne? Schwierig. Hier unser Werkzeug rein und gucken schon mal rüber. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal alles Holz mit, was wir haben, machen uns ein paar Woodframes. 10 kommen wir auf gar keinen Fall weit, aber egal. Drei Leitern helfen uns auch nicht viel weiter, aber auch egal. Und dann ist die Folge wieder um. Denn, ja, bleiben wir hier sitzen. Bei diesem leichten Regen. Und, hier eine schöne Aussicht. So. Oh. So, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Und schon ist der Regen wieder vorbei. Lustig. Ja, ich schreibe mir einen Zettel. Das wird die letzte Folge sein. Ich möchte nicht zu viel vorausarbeiten hier. In der nächsten Folge werden wir dann unsere Behausung da drüben mal aufsuchen. Und ja, mal gucken, dass wir da die Sleeper-Zombies raushauen, dass wir da anfangen, ein paar Spikes zu setzen und. Also, wir werden sehen, was alles passiert und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sag's jede Folge und es ist jede Folge ernst gemeint. Und ja, ich freue mich auch über Kommentare. Schreibt mir gerne ein paar Kommentare rein, gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.